Herzlich willkommen zu einem neuen ULabs-Video. Dieses Mal in einem etwas anderen Format, nämlich ein kleiner Produkttest. Das Trust GXT252 Emita USB-Mikrofon. Es ist aufgrund seiner Ausstattung und des Preises interessant. Schauen wir uns zu Beginn erst einmal den Lieferumfang an. Es bahnt sich schon ein bisschen von der äußeren Verpackung an, nämlich das Ganze kommt hier in einem Metallkoffer. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn ihr häufiger unterwegs seid oder das Mikro eben nur ab und an braucht, dann kann man es in diesem Koffer hier sehen wir ihn schon, immer verstauen. Das war jetzt bei mir zwar nicht so das hauptsächliche Argument, aber grundsätzlich denke ich, macht das schon Sinn, wenn man das Ganze hier sauber verstauen kann. Genau, das hier ist der Koffer. Jetzt gucken wir mal, was im Koffer drin ist. Genau, hier können wir es jetzt sehen. Also wir haben natürlich zum einen hier das Mikro, inklusive dieser Perlen, also Feuchtigkeitsschutz. Dann haben wir hier noch den Ständer, das USB-Kabel natürlich. Es handelt sich bei dem Mikro um ein USB-Mikrofon. Das heißt, ihr könnt das nachher per USB ganz einfach an euren Computer oder Laptop anschließen. Habt keine Probleme mit irgendwelchen Treibern. Das wird automatisch erkannt. Genau. Und hier haben wir noch die Stange zur Befestigung. Und natürlich hier unseren Überzieher. Und hier auch noch gleich der Hinweis, Popfilter Inside. Das wiederum war für mich ein Grund, mich für das Mikro zu entscheiden. Denn im unteren Bereich hier sieht man es jetzt, hier haben wir jetzt noch ja Aufkleber, rechtliche Hinweise und das hier ist wahrscheinlich so eine Schnellstartanleitung. Genau. Und hier haben wir jetzt den Popschutz. Das wiederum war für mich ein Argument, mich für dieses Mikro als Komplettpaket zu entscheiden. Denn bisher habe ich keinen verwendet und ich denke, das macht durchaus Sinn. Ja, dann wollen wir das Ganze mal zusammenbauen, oder? Hier haben wir die Schnellstartanleitung. Die sagt uns, genau, wir haben hier diese Platte. Wo ist sie? Ich kann das ein bisschen zur Seite tun. Das ist die Platte. Hier auf die Platte wird diese Stange montiert und auf die Stange kommt dann oben die Halterung für das Mikrofon, das ist die hier. Und dort findet dann das Mikrofon seinen Platz. So, damit ist der Ständer auch schon einsatzbereit. Wir holen den mal hier raus. Nun kommt hier das Mikro herein, auch wie es hier beschrieben wurde, nämlich in diese Halterung. Das kann man dann hier vorne vermutlich öffnen.
So. Mikro montiert. Und jetzt fehlt ja noch der Popschutz. Und hier haben wir jetzt auch wieder eine kleine Anleitung. Man soll 10 bis 20 cm Abstand vom Mikro halten und der Popschutz, der wird dann hier unten an der Metallstange montiert. Oder eben ohne, klar. Die Wahl hat man immer. Und hier sieht man jetzt nochmal, dass keine extra Treiber notwendig sind. Die sind schon im Betriebssystem integriert. Und man kann eben hier noch in den Windows-Einstellungen natürlich den Pegel einstellen und die Qualität der Aufnahme. So, das heißt also, uns fehlt jetzt bloß noch diese Geschichte hier. So, und das kann man jetzt entsprechend noch ganz festziehen, entsprechend hier so positionieren, dass wir ausreichend Abstand zum Mikro haben. Es ist noch ein bisschen krumm, aber prinzipiell funktioniert das mal so. Und jetzt natürlich noch der Anschluss hier. Das Kabel ist knapp 2 Meter lang, 1,80 Meter. Das sollte also im Regelfall reichen. Kann man aber natürlich bei Bedarf durchaus auch verlängern bzw. gleich durch ein längeres ersetzen. So. Und hier unten ist jetzt der Anschluss, genau. Uah, Mikrofon bewegt sich. Hier müssen wir jetzt gucken, so kommt das da rein. So. Und damit sind wir auch schon einsatzbereit. Das kann man hier noch schwenken. Das habe ich gerade unbeabsichtigt gezeigt. Also je nachdem kann man das hier so ein bisschen erhöhen und das dann hier fixieren, damit das auf der gewünschten Position sich befindet. Natürlich muss dann der Popschutz hier dementsprechend auch angepasst werden. So sieht das Ganze dann fertig aufgebaut aus. Ich habe jetzt hier mal den großen Popfilter montiert. Man könnte aber natürlich auch hier den kleinen montieren. Das ist, denke ich, gerade wenn man weniger Platz hat, eine gute Idee. Denn der wird, sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht so gut, der wird einfach drüber gestülpt. Den machen wir jetzt mal auf. Das heißt, ihr habt eben diesen äußeren Arm, der ja jetzt hier dran ist. Den habt ihr hier bei dem kleinen nicht. So, genau. So sieht das aus. Den würde man jetzt eben hier oben so, so ein bisschen ausbauen, so übers Mikrofon stülpen. Und dann habt ihr eben den direkt hier oben und habt diesen Arm nicht. Das muss man, denke ich, testen, was davon am Schluss besser ist. Was auf jeden Fall klar ist, der hier ist immer etwas sperrig, denn hier habt ihr ja den Arm hier vorne und müsst da immer aufpassen, dass ihr nicht dagegen kommt, dass der sich nicht verschiebt etc. Nun wird es Zeit für einen kleinen Praxistest. Ich habe jetzt vom integrierten Mikrofon meiner Kamera auf das Trust GTX 252 Emitter gewechselt, damit ihr das auch mal in Action hören könnt. Zur Installation sind keine Treiber notwendig. Ich habe das einfach an einen Windows 10 PC in der aktuellsten Version 20H2 derzeit angeschlossen und nach wenigen Sekunden wurde das Mikrofon erkannt, sodass es sofort von jeder Software, die Audio verarbeitet, benutzt werden kann. Ich nutze aktuell das kostenlose Open Source Programm Audacity, das sich perfekt zur Aufnahme von Audio ohne Video am Computer eignet. Ich habe die volle Lautstärke eingestellt, verwende keine Bearbeitung und bin derzeit ca. 8 bis 10 cm mit meinem Mund vom Mikrofon entfernt. Als Popschutz verwende ich diesen kleinen Überzieher, den ich eben schon im Video gezeigt habe, also nicht den externen, der etwas sperriger ist. Mein Abstand zum Mikrofon ist nun etwas größer. Statt der 8 bis 10 cm sind es jetzt ca. 15 cm. Und nun bin ich sogar 20 cm vom Mikrofon entfernt. Man merkt, es wird ein gutes Stück leiser, aber es ist nach wie vor verständlich.
Zum Vergleich nun auch einmal ohne Popschutz. Allerdings bin ich jetzt wieder näher am Mikrofon, nämlich circa 10 cm. Nun bin ich bei dem Überzieher-Popschutz und ihr merkt es sicher bei dem Wort Popschutz. Da hattet ihr bei dem Wort Popschutz einen richtigen Schlag, so einen Dämpfer, wie wenn da jemand aufs Mikrofon haut und das klingt natürlich nicht so toll für den Zuhörer. Sowas kann der eben abdämpfen und das ist auch ein Grund, warum ich vorher gesagt habe, ich bin der Meinung, das macht Sinn, um einfach die Aufnahmequalität zu verbessern. Da wir bei diesem Mikrofon im Lieferumfang zwei Popschutze haben, bietet es sich ja an, die einmal zu vergleichen. Das heißt, ich bin jetzt von diesem Überzieher-Popschutz, den ich eben gezeigt habe, gewechselt zu diesem Popschutzarm. Den habe ich jetzt so befestigt, dass er 10 cm vom Mikrofon entfernt ist. Und ich befinde mich dafür sehr nah am Popschutz, circa 2 cm davon weg. Und man merkt bei dem Wort Popschutz wieder, der erfüllt einen ähnlichen Zweck. Also auch hier hat er das Ganze deutlich abgedämpft, hat es weicher gemacht und wir haben eben nicht diese Ausschläge, diesen in Anführungsstrichen Schlag aufs Mikrofon. Mein persönlicher Eindruck, nachdem ich mit beiden getestet habe, ist, dass der Überzieher-Popschutz zwar durchaus seine Funktion erfüllt, also wir haben es gerade gemerkt, das ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber einer Aufnahme ganz ohne Popschutz, nur der Popschutzarm, der ist gefühlt, also auch in der Aufnahme, wenn man sich das anguckt, nochmal einen Ticken besser, der reduziert den Ausschlag, weil ich habe es nämlich teilweise gehabt, dass mit diesem Überzieher-Popschutz ich trotzdem leichtere Ausschläge hatte und das klang so ein bisschen nach diesem Dämpfer. Das heißt, mein Fazit ist, der Überzieher-Popschutz ist besser wie gar keiner, aber der Arm ist noch mal ein Ticken besser, also für mich die beste Lösung. Wichtig ist allerdings, ihr braucht den Abstand von mindestens 10 cm vom Arm zum Mikrofon. Das ist etwas, das sieht man an manchen meist Anfängervideos, die haben den direkt auf dem Mikrofon kleben und sind dann auch mit ihrem Mund direkt am Popschutzarm. Letzteres ist ja in Ordnung, aber dann braucht der Popschutz eben ein bisschen Abstand zum Mikrofon. Darauf bitte unbedingt achten. Der zweite Grund, warum ich den Arm besser finde, ist, wenn ihr den nämlich entsprechend montiert mit dem Abstand, dann habt ihr immer diesen Abstand. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 cm nehmt und ihr seid immer relativ nah an dem Popschutz, dann habt ihr dadurch diese 10 cm erzwungen. Bei diesem Überzieher-Popschutz, da kann es euch passieren, ihr seid mal 10 cm weit weg, mal vielleicht 15 cm oder was wesentlich problematischer ist, ihr seid manchmal nur 5 cm weg und so habt ihr eben eine einheitliche Distanz. Der Ton klingt gleicher und es gibt eben nicht diese Unterschiede, weil ihr natürlich, wenn ihr näher seid, auch lauter klingt und das eventuell ein bisschen übersteuert. Allerdings habt ihr das dann eben auch immer vor euch. Das heißt, gerade wenn weniger Platz vorhanden ist, kann der Überzieher-Popschutz durchaus die bessere Alternative sein. Nun zu meinem Gesamtfazit. In meinen Augen ist das ein gutes Mikrofon. Es bietet eine klare Tonqualität, die ihr auch hier selber hören könnt. Vor allem für die Preisklasse, wenn man jetzt mal überlegt, das Mikrofon liegt so im Preisbereich von ca. 82 Euro. Das ist perfekt für Videoaufnahmen, Streams etc. Alles, was ihr am Computer vor Ort macht, also für unterwegs natürlich nur bedingt geeignet. Wenn man keine Zusatzfunktion wie Lautstärkeregler, Kopfhöreranschluss oder eben Spielereien wie großartige Beleuchtung benötigt, denn das Trust hat nur eine blaue LED, die leuchtet, sobald das Mikro angeschlossen ist, aber eben keine LED-Effekte. Es ist auch kompatibel mit Konsolen wie der Xbox oder PlayStation 5, habe ich allerdings nicht getestet. Für mich geht es primär tatsächlich um den Computer. Alternativ, das Mikrofon gibt es auch mit Mikrofonarm für 99 Euro im Set. Ich hoffe, euch damit etwas helfen zu können. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Übrigens könnt ihr das Mikrofon auch in Action bei allen Ulabs-Videos ab Juli 2021 hören. Das heißt, da gibt es noch ein paar Videos, wo ihr dann das nochmal live in Action bei anderen Themen sehen könnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!